Servus zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Anno 2205 und ich bin hier schon mal wieder in der Arktis unterwegs, denn hier gilt es natürlich noch ein bisschen was auszubauen und ich muss mal ganz kurz schauen, ich will auf jeden Fall heute mal zusehen, dass ich die Geheimhaltung hier hinten bekomme. Dafür brauche ich allerdings noch fast 500 Wissenschaftler, ein paar gehen noch, also hier könnte ich ein paar aufrüsten, ich muss mal gucken, ob das dann reicht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden sehen. Oh, das geht auch noch alles. Sehr schön. Dann reicht's vielleicht doch. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Denn hier werden auf jeden Fall mehr jetzt. Und Stimulanzien brauche ich hier ganz dringend. Sonst wird das nichts. Die sind nämlich relativ unzufrieden. Das dürfte sich dann kohletechnisch auch auswirken, wenn es nicht reicht. Hinten und vorne. Mal ganz kurz schauen, wie es aussieht von der Produktion her. Korallen habe ich auf jeden Fall noch ein paar. Aber ich habe zu wenig Stimulanzien. So. Kann ich noch was ranbauen? Natürlich nicht, war klar. Da kann ich auch nichts ranbauen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier einfach mal ein neues Teil bauen, neues Labor. Generell ist das hier hinten alles noch so suboptimal aufgebaut. Das ist aber auch nicht wirklich verwunderlich. Viel Platz haben wir hier nämlich nicht. So, dann bauen wir mal so ein Labor. Na, hier oben kann ich es gar nicht... Obwohl, doch, hier könnte ich es hinbauen, theoretisch. Komme ich da mit einer Straße hin. Das wäre ziemlich cool, glaube ich. Was macht dieser Schneesturm hier? Na, das reicht schon mal nicht. Okay. Wir probieren es mal an der Stelle mal, schauen, ob es reicht. Das reicht nicht. Schade, okay. Dann können wir das hier knicken, das wird nichts. Kann man mit. So, wo packt man nicht mehr hin? Hier hin, würde ich sagen. Sehr schön. Also die haben auf jeden Fall Wärme. An der Stelle machen wir mal so. Und theoretisch könnten wir das noch ein bisschen anders bauen. Und zwar das hier hin vielleicht. So. Dann hätten wir den Platz auf jeden Fall auch genutzt. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch genügend Produktion an Stimulanzien. Aber das Problem ist natürlich, ich brauche Algen. Und Logistik brauche ich auch mal wieder. Okay, ich brauche noch mehr Tief... Ach, Korallen sind das. Das kann ja keine Algen. So, dann bauen wir ganz kurz hier ein Transportzentrum hin. So. Hätten wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Transportkapazitäten geschaffen. Hier können wir noch ein Haus hinbauen, glaube ich. Das reicht ja auf jeden Fall. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich insgesamt? Wir haben... Ah, es reicht noch nicht ganz. Wir brauchen also noch zwei Häuser oder so, die wir aufrüsten können. Dann haut das, glaube ich, auch hin. Vielleicht hier noch eins. Streams lassen darauf schließen, dass da geschossen wird. Ja, okay. So. Dann haben wir hier hinten noch was gebaut. Das können wir gleich auch aufrüsten. Na, reicht das jetzt? Ah, es wird knapp. Ansonsten müssen wir noch eins bauen. So. Also, Stimulanzien haben wir auf jeden Fall schon mal angekurbelt. Also die Produktion, das Ding, Konservenfabrik. Brauchen wahrscheinlich gar nicht mehr so viele. Neue Baupläne freigeschaltet. Okay, das dürften dann auf jeden Fall die Geheimhaltungszentren sein. Ja, seht ihr genau. Hochsicherheitslabor. Sorgt für Geheimhaltung. Alles klar. Tja, ist die Frage, wo klatscht man das hin? Weil hier ist nämlich nirgendwo Platz. Hier hinten vielleicht an der Stelle. Das reicht auch nicht. Okay, das wird ein bisschen tricky. Mal schauen, wo ich es hinbaue. Ich kann es mir erstmal aufheben. Und vielleicht... Also es würde natürlich Sinn machen, wenn ich das hier direkt auf die Insel mitbaue, an diese Stelle. Ansonsten könnte ich natürlich hier auch eins bauen, das wäre möglich. Bringt aber, glaube ich, nicht so viel. Na, ich baue es trotzdem mal. Was kostet das im Unterhalt? 6000 ist ja schon ein bisschen viel, finde ich. So, die freuen sich jetzt alle, weil sie Geheimhaltung haben. Haben die jetzt hier oben auch Geheimhaltung? Natürlich nicht, war klar. Das war so klar. Und dann müssen wir es anders machen. Dann müssen die hier umziehen.
Das nützt alles nichts. So, einmal dahin. Notfalls können wir natürlich auch was wegreißen hier. So. Der kommt auch mit. Es macht nämlich einfach mehr Sinn, dass ich das Geheimhaltungslabor oder das Hochsicherheitslabor oben hinbaue. Reicht das? Gerade so, glaube ich. Und dann hauen wir das hier oben weg, das Teil. Das kann man wegreißen. Zack und weg. So. Platz hätten wir geschaffen. Hoffe ich, dass es reicht. Ach, Mann. Natürlich nicht, war klar. Gut, aber wir können das theoretisch anders regeln, indem wir halt sagen, okay, wir bauen... machen wir das mal so. Denn das ist ja rein theoretisch nicht erforderlich, das können wir uns sparen. Das machen Route leidet unter inadäquater Warenversorgung. Okay, ist falsch weggerissen. So, jetzt haben wir aber eine Straße, glaube ich. Ach, das Ding da hinten braucht noch eine Straße. Alles klar, Mann. Habe ich vergessen. Okay, machen wir das so. Das passt auf jeden Fall so. Jetzt haben wir hier genügend Platz, um ein Hochsicherheitslabor zu bauen. So. Na, bauen wir das hier vorne ran. Minus 47. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr wollt da nicht alle Geheimhaltungen haben, hallo? Wie soll ich hier bitte noch 5 Labore hinkriegen? Noch 5 Labore? Hallo? Für die paar Hanseln? Ist ja nicht euer Ernst. Hallo. Hätte sich das dann schon wieder ausgedacht, sag mal. Mann, Mann, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Neuroimplantate. Glaube ich zumindest. Ich muss mal ganz kurz schauen, was fehlt denn eigentlich in Kap Amba. Da haben die doch letztens gemeckert, dass irgendwas fehlt. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und er bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Vor allem allein die Geheimhaltungs-, die Hochsicherheitslabore kosten allein schon im Unterhalt dann 30.000 und das rentiert sich doch hinten und vorne nicht. So, Freunde, was habt ihr denn hier für ein Leiden? Wie ist die Lage? Ihr habt doch irgendwie gemeckert, dass euch was fehlt. Was fehlt euch denn? Neuroimplantate. Warum fehlen Neuroimplantate? Ach, okay, die brauchen also noch mehr. Okay, kurbeln wir die Produktion ein bisschen an. Hey, du expandierst tatsächlich. Hoffentlich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Neuroimplantate, okay. Reicht es von der Produktion her insgesamt oder muss ich hier noch mehr bauen? Kann ja durchaus sein, dass irgendwie Rohstoffe nicht vorhanden sind. So, wir haben hier... Was brauche ich denn eigentlich? Für die komischen Dinger, da habe ich doch genug. Ich glaube, da muss ich tatsächlich neu bauen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ist in Ordnung. So. Okay. Wir bauen hier gleich mal so eine Dinger ran. So, da können wir noch eins ranbauen. Und hier oben geht's nicht mehr. Schade, schade, schade. Vielleicht... Mal ganz kurz schauen, wenn wir das drehen. Na, da komme ich auch nicht ran. Schade. Okay, das lässt sich also nicht vermeiden. Machen wir das mal so. Vielleicht kriege ich hier hinten da noch eins ran. Ach, das waren sowieso schon alle. Alles klar. Gut, dann können wir noch Module ranbauen. Und zwar würde ich sagen, bauen wir Energiewartungsmodule. Brauche ich eigentlich theoretisch nicht. Arbeitskraftwartung... Na gut, nehmen wir Energiemodule. Umso weniger Energie müssen wir produzieren. Hat ja auch Vorteile. So, hier hinten können wir theoretisch noch was bauen. Oh, was haben wir denn insgesamt jetzt? Wir brauchen
Ah, Moment, ganz kurz. Ich glaube, dann fehlt hier hinten nämlich auch noch so eine Einheit. Ne, das sind auch 1000, alles klar. Ganz schauen. Das hier sind, wo ist denn hier die Fabrik? Die erkennt man immer so schlecht, die Fabriken hier vorne. Das sind auch 1000. Hier, das sind auf alle Fälle zu wenig. Da fehlen noch welche. Ich kann aber auch da nichts mehr ranbauen. Aber Module könnte ich noch ranbauen. So, wir nehmen Energiewartungsmodule. Ah, kein Iridium mehr. Unglaublich. Ja, Petrochemikalien habe ich ja noch und nöcher, also ohne Ende. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal ganz kurz noch nebenher um so ein, zwei Quests, damit wir hier ein bisschen, ja, Iridium bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Molybdenmine, weil wir jetzt extrem viele Neuroimplantate produzieren, aber natürlich die Rohstoffe noch fehlen. Und zwar Molybden, das ist glaube ich eine hier. Das müsste auch eine sein. Okay. Das ist eine Aluminiummine. Hier hinten haben wir noch was. Hier können wir eine Molybdenmine ranbauen. Okay, sehr schön. Haben wir immer noch eine Unterproduktion von minus 8, beziehungsweise eine Unterproduktion von, ja doch, minus 8. Das Ding würde ich gerne wegreißen. Das stört hier im Prinzip nur, aber das sorgt halt für ordentlich Wärme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Weil diese Molybdenmine zum Beispiel, die hat ja nicht so einen großen Wärmeradius. Aber hier so ein Kraftwerk hat schon extrem viel Wärme. Wenn ich mal gucke, was hier ausgeht, ich glaube, das würde eine Molybdenmine nicht abdecken. Ich meine, ich kann es... Müssen wir ganz kurz schauen. Das Problem ist, ich sehe halt nicht den Radius direkt von der Mine selber. Der ist aber sicherlich nicht groß, das kann man schon mal sagen. Hm. Ich würde es gern umändern, aber ich habe die Befürchtung, dass die hier dann alle frieren, dass sie irgendwie rummeckern dann. Okay, wir haben hier hinten noch... Ja, ich habe alle Bergbauplätze jetzt schon belegt, das ist natürlich ungünstig. Hier kann ich auch noch bauen. Ich habe nämlich auch schon eine Molybdenmine. Wahnsinn, also Molybden scheint man hier wirklich ohne Ende zu brauchen. So, machen wir mal so. Jetzt haben wir eigentlich rein theoretisch genügend Produktion. Wir brauchen Neuroimplantate, ganz dringend. So, das bauen wir mal ganz kurz so. Wunderhübsch. So. Logistik. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Molybden im Angebot. Da können wir rein theoretisch noch ein bisschen Neuroimplantate produzieren, also extra zusätzlich sozusagen. Und zwar würde es Sinn machen, wenn ich hier vielleicht irgendwie noch was baue, aber ich geht glaube ich nicht hier. Dann müssten die hier weg. Na, wir gucken mal. Wir ziehen die mal um. Vielleicht finde ich irgendwo ein Plätzchen für die, wo sie nicht gerade frieren. Hier hinten vielleicht. Direkt neben der Mine. Wie soll es noch anders sein? Hauptsache schön warm. So, die haben eine Straße. Mal das zum Einsammeln. So, die Drohne habe ich befestigt. Ach Gott, das ist wieder so eine bescheuerte Suchquest hier. Gut, wir fahren mal in die Richtung. Dann würde ich sagen, mache ich das hier mal weg. Ach, das geht auch nicht. Verdammt, sonst kommen die natürlich nicht mehr an die Mine ran. Ist ja ungünstig. Ist ja extrem ungünstig. Aber wir testen es trotzdem mal. Es nützt ja alles nichts. So, kriege ich das hier vielleicht irgendwie reingezimmert? Dann müssen die auf jeden Fall noch umziehen. So wird es funktionieren. Okay, das muss noch weg. Und zwar zieht ihr... irgendwo hin, wo es noch warm ist. Aber hier gibt es offensichtlich nichts mehr. Andere Insel vielleicht. Hier irgendwo. Überall kein Platz. Unglaublich, hier hinten ist noch Platz. Alles klar. Gut, dann dahin. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt noch nicht hundertprozentig optimal gebaut.
Aber es ist schon deutlich besser als Cap Anda, muss ich ganz ehrlich sagen. Da läuft es ja hinten und vorne nicht so richtig, was die Optimierung angeht. Da muss ich ein bisschen zusehen. So, das machen wir mal so. Dann bauen wir hier so eine... noch so ein Modul ran. 850, also eins könnte ich rein theoretisch immer noch ranbauen. Dazu müssten aber immer noch... die hier weg. Wir optimieren das Ganze mal. So. Wo finden wir denn noch ein Plätzchen für euch? Hier noch ein Plätzchen. Da ist schön warm, aber da gibt es keine Straße. Wenn ich es da in den Weg baue. Okay, hier haben auch eine Straße. Ja, ich muss auf jeden Fall die Module hier nochmal optimal nutzen. Also, wenn ich eh schon eine Fabrik habe, dann kann ich auch noch ein Modul ranbauen. Nützt ja alles nichts. Ich brauch's ja sowieso. So. Häuser sind hier in Sicherheit. Sehr schön, das haben wir jedenfalls auch optimal genutzt. Hier Module haben wir da dran gebaut. Hier haben wir auch Module dran. Da fehlt tatsächlich aber immer noch eins, sehe ich gerade. Ein Modul fehlt noch, unglaublich. Was haben wir denn für Module? Arbeitskraftwartung, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Für Energiewandlung, das braucht halt auch keine Energie, das Ding. Aber das, ach, da brauchen wir, glaube ich, kein Modul, wie man gerade gesehen hat. So, das habe ich umgezogen. Dann können wir jetzt hier noch ein Modul ranbauen. Machen wir gleich mal, damit die ja wieder Wärme bekommen. Und zwar machen wir das dann an die Stelle. So. Wunderbar. Also die hätte ja, also die Mine hätte ja sowieso Straßenversorgung gehabt, das ist nicht das Problem. Aber so passt es natürlich auch. Machen wir das mal anders, dann packen wir das gleich mal hier ran an die Gebäude. Und da können wir die Module eins nach unten ziehen. So, sehr schön. Hätten wir es auch geklärt. Jetzt haben wir auf jeden Fall reichlich Neuroimplantatproduktion 52. Man sieht das ist schon ganz gut. Tiefseekorallen brauchen wir auch noch ein paar. Die können wir hier hinten bauen. Da haben wir noch einen Küstenplatz. Na, das reicht gerade so. Das ist natürlich auch nicht so optimal, aber immerhin. Okay, da haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal genügend. Kohletechnisch ist natürlich wieder runtergegangen. Wie soll es auch anders sein? So, was haben die jetzt hier für ein Leiden? Die brauchen natürlich jetzt Geheimhaltung auf jeden Fall. Aber schweineteuer. Wenn ich hier noch so eine Dinger ranbauen muss, also man hat es ja vorhin gesehen bei der... Wo ist es denn, das Labor? Da. Jetzt brauche ich nur noch 41. Ja, sind trotzdem immer noch fünf Labore auf dieser kleinen Insel. Und hier ist schon kein Platz mehr für überhaupt irgendwas. Also die Produktionsanlagen könnte man rein theoretisch irgendwo anders hinlagern. Das Dumme an der ganzen Sache ist, die produzieren natürlich Wärme. Und Wärme brauche ich hier, sonst kann ich hier nichts bauen. Also jedenfalls keine Wohneinheiten. Und wir können jetzt auf jeden Fall mal wieder zusehen, dass wir hier die Produktion, die Transferroute etwas optimieren. Und zwar... das kostet jetzt schon... keine Ahnung. Machen das mal so. Verarbeite Informationen. Jetzt müsste es mit der Kohle theoretisch auch wieder ein bisschen bergauf gehen, denn die haben jetzt ja wieder die notwendigen Rohstoffe, die sie unbedingt haben wollen. An bestimmten Stellen Brücken zu bauen.
ne, Androidenmangel, also hier die Androidenproduktion noch demnächst mal ankurbeln, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Das dürfte noch mal ein bisschen Kohle bringen, kostet aber natürlich auch erstmal ein bisschen Kohle. Die ganzen Produktionsstätten im Unterhalt sind recht teuer, habe ich festgestellt, gerade bei der Diamantenproduktion. Also die ganzen Prismen und sowas, die man herstellen muss, und Mikrochips und so ein Gedöns, Replikatoren, das ist alles schweineteuer. Man sieht es hier, 6125, alleine halt eine Fabrik. Günstig ist anders, würde ich sagen. Na gut, wir sind ein bisschen vorangekommen. Ich würde sagen, das war's dann nochmal für die Episode hier. Ich sage danke fürs Reinschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.